Herzlich willkommen auf dem Kanal von 163 Grad. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich teste seit 2014 Elektroautos und habe natürlich schon viele Videos online und viele Tests für euch gemacht. Und ihr habt mich angeschrieben, mehrfach in den letzten Tagen und Wochen, dass der Test vom VW e-Golf natürlich das Modell von 2014 ist. Und ihr wollt unbedingt nochmal den aktuellen Golf sehen, den aktuellen VW e-Golf. Und da ist er, der aktuelle VW e-Golf mit dem größeren 35 Kilowattstunden Akku statt 24 Kilowattstunden Akku und einer Reichweitenangabe von NEFZ 300 Kilometern, WLTP 231 Kilometern. Und den teste ich jetzt für euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Im deutschen Sprachgebrauch haben sich für viele Produktreihen Begriffe eingeprägt, die eigentlich von einem Produkt kommen. Zum Beispiel ein Tempotaschentuch. Das ist irgendwie schon so ein Begriff fast für Taschentuch oder Tesafilm. Das ist ein Begriff für Klebestreifen. Man könnte sagen, gib mir mal einen Klebestreifen. Aber mit dem Tesafilm ist alles gesagt, auch wenn das Produkt, was man dann hat, gar nicht von Tesa ist und kein Tesafilm, ist dieser Begriff schon für die gesamte Produktgattung ein Oberbegriff geworden. Oder dieses Produkt hat diese Produktgattung geprägt. Das gleiche mit dem Volkswagen Golf. Als der vorgestellt wurde, hat er eine neue Produktgattung aufgemacht, die Golfklasse. Bis heute wird sie so genannt. Obwohl es viele andere Hersteller gibt, die Produkte in dieser Klasse bauen, ist das immer noch so die Golfklasse, umgangssprachlich. Ein Golf kennt irgendwie jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal gefahren, und wenn es in der Fahrschule war, auch ein sehr beliebtes Fahrschulauto früher und auch heute noch ein VW Golf. Es ist so ein Auto, mit dem du eigentlich nichts verkehrt machen kannst. Das geht irgendwie immer. Das ist, und vor allen Dingen finde ich, der Golf kann alles. Er kann von 90 PS Diesel-Fahrschulauto bis 300 PS Allradantrieb, Knallbüchse, mit der ich um die Rennstrecke gehe. Jede Zwischenart kann der Golf, der ist echt wandelbar, er kann alles und er ist in jeder Kategorie eigentlich gut. Ich sag mal, ein Golf GTI zum Beispiel hat seine Zeit geprägt, weil es ein relativ preisgünstiges Auto war, mit dem man den deutlich teureren, hochmotorisierten Limousinen um die Ohren fahren konnte. Das ist bis heute so geblieben. Und von daher finde ich, dass der Golf eigentlich ein einzigartiges Auto ist, weil es ihn schon so lange gibt, weil man schon so viele Erinnerungen mit einem Golf hat, wie, sagen wir, die Generation vor uns wahrscheinlich mit dem Volkswagen Käfer. Es gibt auch ein Buch, Generation Golf zum Beispiel. Also das ist ein Begriff, der schon ein Produkt, was schon so eine ganze Generation geprägt hat. Und wie gesagt, es gibt ihn von groß bis klein, hätte ich fast gesagt, von der Motorisierung her, gibt ihn für verschiedene Einsatzzwecke und macht seine Aufgabe eigentlich immer gut, egal was man da von ihm will. Und natürlich gibt es ihn auch als Elektroauto. Seit 2014 gibt es dieses Fahrzeug hier, den Golf 7, in elektrisch als e-Golf. Und seit 2017 gibt es die Modellpflege davon. Und ich habe ja schon ein Video mit dem e-Golf bei mir auf meinem Kanal, das ihr dort sehen könnt. Und bin von vielen von euch angeschrieben worden: Mensch, das Video toll, aber das ist ja noch der alte. Das heißt, kannst du nicht mal ein Video machen mit dem neuen und mal den neuen testen und mal sagen, was du davon hältst. Und sehr, sehr gerne mache ich das. Habe ein Fahrzeug von Volkswagen zur Verfügung gestellt bekommen und darf jetzt für euch hier eine Woche E-Golf fahren und filme euch meine Eindrücke zu diesem Fahrzeug einmal. Ich werde mich in dem Video ein bisschen darauf beschränken, wo die Unterschiede sind, denn vieles von dem Fahrzeug ist gleich, es ist die gleiche Karosserie, es ist im Prinzip das gleiche Auto, in Details überarbeitet, natürlich Batterie, Elektroantrieb, da kommen wir gleich zu, auch die Connectivity hier im Innenraum, das ist alles neu, aber das Grundkonzept vom Golf, 4 Türen, 5 Sitze, Kofferraum und die Maße, Länge, Breite, Höhe, das ist alles gleich, hat sich nicht verändert.
Der neue E-Golf hat vor allem eines, mehr Leistung. Und das in jeder Hinsicht. Er hat mehr PS, ist 10 Stundenkilometer schneller und fast eine Sekunde fixer von 0 auf 100. Den Zahlen nach ist der Unterschied deutlicher, als er in der Praxis zu spüren ist. In jedem Fall macht das Fahren im E-Golf richtig Laune. Der Wagen beschleunigt gut durch und man ist jederzeit souverän im Alltagsverkehr unterwegs. Die neue Fahrbatterie im aktuellen Modell kommt jetzt von Samsung statt von Panasonic. Bei gleichen Abmessungen und Gewicht hat sie rund ein Drittel mehr Kapazität, 35,8 statt 24,2 Kilowattstunden. Die Reichweite steigt damit von 190 auf 300 Kilometer NEFZ oder 231 Kilometer nach dem neuen WLTP-Messzyklus. Als Durchschnittsverbrauch für 100 Kilometer gibt VW 13,2 Kilowattstunden an, ebenfalls WLTP. Und das alles passt sehr gut zu der von mir gefahrenen Praxisreichweite, die auch bei rund 230 Kilometern lag. Wer mit dem E-Golf längere Strecken zurücklegen will, der braucht die CCS-Ladebuchse. Die ist tatsächlich eine Sonderausstattung mit einer Preisempfehlung von 625 Euro. Ganz ehrlich, ohne CCS-Buchse würde ich keinen E-Golf kaufen wollen. Mit der CCS-Option fließt Gleichstrom mit bis zu 50 kW Leistung in den Akku und macht den elektrischen Golf in 45 Minuten wieder abfahrbereit. Mit 80% State of Charge im Akku. So steht's im Prospekt. In meinem Test waren es trotz warmen Akku und optimalen Bedingungen nicht einmal 40 kW. Schade, so wird es nichts mit 45 Minuten. Und das gibt uns genug Zeit, den Golf noch einmal genau anzuschauen. Die 16 Zoll Leichtmetallräder Astana sind Serie und sollen übrigens an das Felgendesign des legendären VW XL1 erinnern. Die Serienausstattung ist umfangreich und ähnelt der Komfortline bei einem normalen Golf. Klimaautomatik ist Serie. Ein empfehlenswertes Extra ist die Wärmepumpe, die im Alltagsbetrieb den Energieaufwand für das Beheizen des Innenraums reduziert und so mehr Reichweite bringt. Das Active Info Display ist ebenfalls ein Extra und eine nette Spielerei. Die Anzeigeflut im Display lässt sich aber auch etwas reduzieren. Serie hingegen ist das Discovery Pro Navi mit Gestensteuerung und Apple CarPlay oder Android Auto. Mein Testwagen hatte darüber hinaus noch einige Extras, wie zum Beispiel die Dynaudio Soundanlage. Die Akkutechnik ist im ganzen Auto verteilt, im Getriebetunnel, unter den Sitzen und im Kofferraum. Im Auto merkt man das kaum, weder vorne noch hinten. Nur die normalen Golffußmatten passen nicht für den E-Golf. Die Sitze in meinem Testwagen waren einwandfrei, man sitzt sehr gut in dem Auto, die Ergonomie passt, es ist alles da, wo man es so erwartet. Die Sitze lassen sich auch sehr einfach mechanisch verstellen. Auch auf der Rückbank ist genug Platz für zwei Personen, es geht aber auch zu dritt. So, Akku bei 83%, also weiter geht's. Der E-Golf hat natürlich im Vergleich zu vielen anderen Elektroautos ein kleines Problem und das ist die Optik. Denn wer sich nicht auskennt, der sieht nicht, dass das ein Elektroauto ist. Das ist von VW nicht ganz ungewollt, aber viele wollen natürlich zeigen, auch gerade als Firma wollen sie gerne zeigen, dass sie ein Elektroauto fahren und fortschrittlich sind und ganz vorne mit dabei sind. Man erkennt es eigentlich nur an den Tagfahrleuchten unten in der Frontschürze und an den Felgen. Die gibt es nur für die elektrifizierten Fahrzeuge, allerdings auch für den VW GTE, also den Plug-in Hybrid. Der würde von draußen genauso aussehen, hätte nur ein paar Auspuffrohre hinten. Also alles sehr dezent. Insofern ist der VW E-Golf rein optisch gesehen die graue Maus oder den Elektroautos. Nicht nur, weil mein Testwagen hier grau-metallic ist, sondern weil man es einfach nicht erkennt. Und weil die Karosserie ja eigentlich für einen Verbrenner gemacht ist, gibt es unter der Haube reichlich Platz für die elektrischen Komponenten. Der Motor sitzt ganz unten und bringt wieder einen niedrigen Schwerpunkt. Zum Fahren. Der VW E-Golf fährt sich richtig gut. Das ist ein völlig unkompliziertes, unproblematisches Auto. Sehr angenehm gefedert. Keine Sportskanone. Auch nicht so aufgemacht. Soll er auch nicht sein.
Eher ein sehr komfortables, unaufdringliches Auto für den Alltag, mit dem eigentlich jeder klarkommt. Hier kannst du jeden reinsetzen und ohne Bedienungsanleitung findest du dich hier eigentlich ganz schnell im Wesentlichen zurecht, wo du was machst. Hier hast du die Heizung, den Schalter, das ist so ein klassischer, der Hebel ist so ein klassischer Hebel wie früher beim Automatikgetriebe mit P, R, N und D. Es gibt dann noch die Variante B wie Brake, dann rekuperiere ich stärker, auf D segel ich, wenn ich den Fuß vom Gas wegnehme, dann rolle ich und auf B habe ich die Rekuperation. Das ist auch beim Vorgängermodell so gewesen, ist hier auch so übernommen worden. Die Rekuperationsstärke kann ich nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist den Fahrmodus. Es gibt drei verschiedene. Es gibt den normalen Modus, dann gibt es den Eco-Modus, drück nochmal drauf, Eco und den Eco-Plus-Modus. Im Eco-Plus-Modus ist die Geschwindigkeit des Fahrzeuges reduziert. Natürlich geht er über die Geschwindigkeit rüber, wenn ich den Kickdown mache, also das Gas voll durchtrete. Aber im Normalfall ist die Geschwindigkeit eingebremst, Klimatisierung ist aus und einige andere Verbraucher sind abgeschaltet. Das dient dann der maximalen Reichweite. Bei dem Wagen, das habe ich gemerkt, wenn ich so in den Bereich komme, 50 Kilometer Restreichweite, dann geht er automatisch auf Eco, zeigt er mir auch an. Und wenn ich in den Bereich komme von 20 Kilometern Restreichweite, dann geht er auch automatisch in den Modus Eco Plus, um einfach mich sicher noch ans Ziel zu bringen. Kann ich verändern, kann ich auf den Knopf drücken, aber von alleine geht er diese Fahrmodis durch, um einfach die Reichweite noch zu verlängern, wenn es mit dem Akku zu Ende geht. Der E-Golf fährt gut, ist voll alltagstauglich und macht um seinen elektrischen Antrieb kein großes Aufsehen. Und damit ist er genau das, was man von ihm erwartet. Ein echter Golf.